Du bist verliebt jetzt, oder? Bist du ein bisschen verliebt? Kann man so sagen. Jetzt drückst du gegen, komm. Das ist gut. Siehst du, schön. Bam. Gott sei Dank bist du noch nicht volljährig, das wäre sonst wird sie strafbar machen. Was geht, Jeremy hier. Welcome back, Boys. Ihr seht's, wir sind heute nicht alleine. Wir haben den Johannes dabei. Ich als Kindergarten heute. Und Lilly. Die zwei guten Damen auch noch dabei. Johannes, weißt du, was wir heute machen? Nö. Trainieren hoffentlich. Ja, trainieren. Wir sehen jetzt hier zwei Mädchen, aber das ist egal, weil wir haben hier den Johannes und der probiert, die 200 Kilo zu heben. Kriegst du sie jetzt mal hin? Hast du ja jetzt schon mal verkackt. Beim ersten Mal nicht gescheitert, das ist total dumm, aber ich will die einfach haben, einen Sack haben. Ich darf keine Angst vor dem Schmerz haben. Ja, aber du darfst dich auch nicht verletzen. Nee. Das ist ja blöd. Also ich möchte mal nachdenken, dass du zu meist bist. Ja, du hast keine Vorteile dadurch, außer dein Ego. Kacke hoch, das sind 200 Kilo. Das schafft jeder 16-Jährige, Alter. Was ist denn los? Meine Fresse. Komm, kriegst du hin, Johannes. Alles geben. Komm, das muss hoch. Musst du, komm. Zieh. Ja, locker, locker. Komm, ja, hoch, hoch, hoch. Leck mich doch am Arsch, meine Fresse. Gut. Geschafft. Habt ihr das impressive oder das cool gefunden? War richtig gut. Richtig gut? Wie habt ihr sein schönes männliches Schön gefunden? Ja, kann man noch dran arbeiten. Kann man noch dran, ein bisschen leise? Ja. Johannes, die Mädchen sagen, du warst zu leise. Hättest ein bisschen lauter stöhnen sollen. Gut, egal, haben wir abgehakt. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das haben wir heute auch geschafft. Das fühlt sich so sehr gut an. Ja, fühlt man sich gleich besser. Und jetzt wird das Training auch besser. Jetzt haben wir jetzt erstmal zwei Wochen Rückenschmerzen. Ja, gib zu, ihr wollt einfach wie immer nur Arschtraining. Ja, schon so. Seid ihr so die typischen Mädchen, die einfach nur ins Gym gehen und einfach nur Arschtrainieren? Nein, ich trainiere auch Rücken. Hast du das mir gerade vorher im Hotel hast du gesagt, ja. Zweimal in deinem Leben hast du Rückenschmerzen. Zweimal. Jetzt ich fange an damit. Ihr wollt unbedingt Booty machen. Na, wir müssen nicht unbedingt, aber. Du schon. Lass sie doch ein bisschen Hyperextension machen oder so, weißt du? Bisschen Booty, machen wir bisschen Booty. Bisschen Booty, bisschen Arme. Ja? Ja. Die waren so scheiße. Nein, dann machen. Nein, dann so verlaufen, so mit. Ja. Oh, so machen die sich coolen Kids in Berlin. Nein! Ich zeig dir doch, wie es richtig geht, wie man cool ist. Jetzt geht's an die Booty-Übungen. Zeig dir mal richtig, wie man Booty trainiert. Welche von euch zwei Damen will mir zeigen, wie ich einen fetten Arsch krieg? Ja, ich glaube, Lilly kann das schon echt gut. Lilly kann das gut? Dann zeig uns mal, Lilly, wie du das machst. Leute, ich habe absolut geisteskranke News für euch und nicht, dass ich irgendwie keine Haare mehr habe, wie das jetzt so aussieht. Vielleicht kommt vielleicht ein krass Video auf euch zu. Auf jeden Fall gibt's mit Coach Jeremy 20% auf absolut alles. Also eine wirklich, wirklich geistkranke Aktion. Aber Jeremy, was sind eigentlich deine fucking Top-Empfehlungen, Mann? Meine Top-Empfehlungen wären erstens mal absolut die Protein zu safe, weil ohne Proteine gibt's keinen Muskelaufbau. Das könnt ihr maximal gut mit einem Designerway oder Isoclear machen. Isoclear ist wie eine Limo, wie ein Eistee oder wie eine Cola. Die ihr einfach euch weckeln könnt, reine Proteine habt, richtig geistkrank schmeckt. Designerway könnt ihr mit Milch mixen und habt ihr einen richtig geilen Milkshake. So wie bei McDonald's und eure Protein ist gesaved. Und meine dritte Empfehlung ist der Crankbone Pro, denn falls ihr im Training einen richtig, richtig geilen Pump haben wollt, ist das das geilste Produkt. Und falls ihr das noch nie benutzt habt, müsst ihr es einfach mal nehmen, weil Bruder, Robin. Ist einfach wie ein fucking Orgasmus, Mann. Ist einfach zu krass, wenn man in den Spiegel guckt und sie haben nur so denkt so, Digga, ist der geil, Mann. Okay. Also, wenn ihr maximal sparen wollt, mit dem Code Jeremy könnt ihr auf alles einfach fucking 20% sparen. Also, wenn ihr ihn unterstützen wollt, Digga, Code Jeremy. Kuss, Bro. Ich sag euch ehrlich, richtig geil. Und falls ihr euch fragt, wo wir hier sind, Digga, wir sind in fucking Istanbul. Ah, könnt ihr überhaupt krassen Scheiß freuen. Helft mir mal bitte. Und dann hoch. Dann einfach hoch. Mit den Beinen so einen Wadenheben machen oder ist das so das Ziel? Okay, versuch nochmal. Okay, ey, ich glaube, macht es nicht mehr Sinn, wenn du es erklärst, weil es sieht irgendwie nicht so ganz professionell aus bei dir. Also machst du sicher gut, aber mir ist noch erklärt von dem Profi. Weiß ich jetzt nicht, aber die Beine so nach vorne? Hüftbreit auf. Hüftbreit, okay. Die Füße wie platzieren? Ein bisschen nach außen. Mehr. Bisschen nach außen, okay. Ja, dann das Ding halt nach unten machen, sodass du auf deinen Hüft irgendwas Knochen... Auf deinem Hüft, okay. Oder ein bisschen weiter unter den Hüftknochen. Also einfach überall von eurem Arsch, Digga. Und dann einfach Hip Thrust, einfach hoch runter. Ja. Eigentlich wie bei jeder anderen Übung auch, einfach hoch runter. Ja, okay, probieren wir es mal. Denkst du, ich krieg's hin? Nee, glaub nicht. Nee? Das ist lieb von dir. Danke, dass du an mich glaubst. Du musst nicht ganz so weit nach oben gehen. Es
reicht so, dass du eine gerade Linie bist. So, gut. Booty Coach. Ja, ich bin... Ich bist du zufrieden? Nicht. Ich denke, ja. Ist gut. Okay. Irgendwie finde ich die Übung nicht so toll. Ja. Fühlt sich ein bisschen an. Ein bisschen. Okay, Lilly. Jetzt kannst du ja noch mal probieren, ob das jetzt besser... Also irgendwie siehst du jetzt nicht so aus wie der Booty-Profi hier. Also... Sie hat schon einen großen Arsch, sie braucht nicht trainieren. Ja, wie viel Gewicht machen wir denn drauf? Also ich schaffe 45, dann schaffst du so 80. Oder mehr wahrscheinlich. Wieso soll ich bei Booty mehr machen als du? Ich habe noch nie Booty trainiert. Ja, aber du bist generell... Ich glaube, da schaffst du noch einen. Okay, übertreib nicht. Na, das ist wirklich... Also wenigstens glaubt ihr an mich und glaubt daran, dass ich so stark bin. Irgendwie glaube ich selber nicht so ganz dran. Aber wir werden sehen. Doch, bestimmt. Kann sein, dass das jetzt zu viel Gewicht ist, aber es gibt nicht zu viel Gewicht, es gibt nur zu schwach. Es kann sein, dass ich zu schwach bin. Das kann sein. Dann geh mal ganz runter, dann kommst du viel tiefer. So. Hauptsache die Haare liegen nur. Ja, die waren in mein Gesicht. Es geht ja. Habe irgendwie so das Gefühl, bei ihr sieht es ein bisschen besser aus als bei mir, aber findest du, sieht bei mir auch so gut aus? Ja. Also auch? Sie kann es schon sehr gut, aber du hast es auch nicht schlecht gemacht. Danke, das ist lieb von dir. Ich dachte, du coachst die Mühe, du nicht andersrum. Ich irgendwie, wie soll ich Booty trainieren? Ich habe noch nie Booty trainiert. Emily, zeig ihm mal, wie Hüftstreckung geht. Aber es ist auch in Ordnung, weil er ist auch erst 16 und da hat man noch nicht so viel Hüfte gestreckt. So viele Meter gemacht. Das finde ich gut. Du bist ein guter Junge. Ich muss da übrigens gleich ran, also wenn ihr noch länger braucht. Du musst jetzt an die Booty-Maschine. Ja, gleich. Können ja. Sie sagen, ob ich das richtig mache? Hast du schon wieder sie gesagt? Du musst sie nicht sitzen. Kannst du sagen, ob ich das richtig mache? Das sah gut aus, ja. Sah gut aus? Den Rücken fest und einfach die Hüfte nach vorne. Okay, Coach approved. Vom Booty-Profi Johannes wurde jetzt gesagt, dass es gut ist. Ich würde sagen, versucht Lilly mal mein Gewicht. Okay, probier du mal. Mal schauen, ob sie Lilly auch so gut hinkriegt. Glaubst du, Lilly kriegt's hin? Ja, das ist nicht so schwer. Ja, ich weiß nicht. Ich bin noch nicht so irgendwie gut. Vorher hat es nicht so professionell bei ihr ausgesehen. Irgendwie... Irgendwie sieht es bei ihr... Ich weiß nicht, was du falsch machst, aber irgendwie sieht es sehr falsch aus. Okay, dann musst du jetzt bewerten, wie das ist. Warte, du brauchst mehr Gewicht. Nee, wir brauchen nicht mehr Gewicht. Ist schon gut. Das ist nicht mal ich mach so wenig. So, das passt erstmal. Ja? Sieht schon besser aus als bei mir, würde ich sagen. Was würdest du sagen, Lilly? Ich würde sagen, ist so Gleichstand irgendwie. Fand beides gut. Nachher kommt dann auch noch Johannes, denn der macht auch Hip Thrusts, denn der will auch einen fetten Arsch haben. Vielleicht hast du auch noch ein, zwei Tipps für ihn. Ja, oder eher für mich, aber... Würdest du sagen, er ist mehr Booty-Profi als du? Definitiv noch mal. Also, du musst die Booty gehen safe, also gibt es gleich noch einen Satz, oder? Ja. Ja. Mal sehen, was wird. Mal sehen, was wird. Aber jetzt, ich bin ehrlich, jetzt pushe ich dich mal in den Satz und du gibst diesmal wirklich alles. Oh, nee. Nee, du machst das zu tief, so wenig. So. Das zerquetscht mich. Ja, Digga, sogar Johannes kommt sogar so tief. Was willst du mir sagen, dass du nicht so tief rankommst? Ich glaube, der ist ein bisschen breiter als du. Ja? Nee, bist nicht. Okay. Also Johannes, ich glaube, das war eine direkte Ansage an dich. Nicht schlecht. Kommst du nicht noch tiefer? Du kannst noch tiefer, ja, genau. Oh. Na komm, jetzt hör nicht auf. Du nennst dich Booty Coach hier? Ich bin kein Booty Coach. Ja, dann scheißegal, dann bin ich jetzt Booty Coach. Und dein Booty Coach sagt dir jetzt mehr. Kannst du für erstmal ein bisschen Gewicht? Okay, aber jetzt mit weniger Gewicht gibt es noch viel mehr Reps. Okay, ganz runter. Ja, schön. So machst du das gut. Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich sage einfach, es ist gut, weil ich glaube, es ist gut. Da gib mehr. Ja. Irgendwie sieht das zu professionell aus, für das, dass du 15 bist. Ist irgendwie ein bisschen weird. Aber ist okay. Machst du gut, ne? Da geht mehr. Digga, was hörst du auf? 15 Reps, bevor du... Ich hätte ja mal... Komm, da geht mehr jetzt. Ey, ich freue mich ab und so wirklich, wie Mädchen es schaffen, so einen Booty aufzubauen, wenn sie so trainieren. Eigentlich macht es ja keinen Sinn. Komm, da geht mehr. Ja, also... Findest du, das war gut? Ja, war okay, aber du schaffst mehr. Ich bin sicher. Es geht nicht mehr. Und du musst Lilly mal richtig pushen. Okay, dann pushen wir jetzt mal richtig Lilly. Lilly, jetzt wirst du gepusht. Freust du dich? Ja. Komm, schön. Schön weiter runter. Ja, und dann hoch. Genau, gib alles. Schön. Ich bin mir sicher, das brennt jetzt schon. Komm. Ja.
Komm, da geht mehr. Noch 5. 4. 3. Ganz runter. 2. Na, komm da, ey. Na, komm. Naja, wenn du schon mal das Glück hast, dass ich dich trainiere, ja, dann musst du schon alles geben. Komm. Jetzt nochmal 5. Okay, komm. 5. 4. 3. Nicht absetzen. Gott sei Dank bist du noch nicht volljährig, das wäre sonst wird sich strafbar machen hier. Hä, wieso? Das ich bin nur ein Coach. Wenn ich die nächsten 5 Tage nicht laufen kann. Das ist nicht mal ein richtiges Training. Richtiges Training funktioniert so. Das tut danach ein bisschen weh. Vielleicht sollte Emmy nicht mal erklären, warum sie immer mit Badelatschen ins Training geht und kein Sicherheitsschuhwerk hat. Ich erkenne ja übrigens Parallelen zu dir, Jeremy. Du heute mit richtigen Schuhen. Ausnahmsweise mit richtigen Schuhen, ja. Übrigens, ich habe fast die gleichen Vokale im Namen drin drauf. Jetzt klaut uns Johannes einfach unsere Maschine. Ja. So, jetzt sehen wir mal, wie es richtig gemacht jetzt, wird. Jetzt gucken wir mal beim Profi zu. Beim Johannes, würdest du dich selber als der Bootymaker bezeichnen? Gar nicht. Ich habe von Hause aus immer einen dicken Arsch gehabt, ohne ihn wirklich gezielt zu trainieren. So ein Arsch ist schon was Besonderes. Und ich mache die Übung, die Bewegung mache ich erst seit 3-4 Monaten oder so. Also ich glaube, die Bewegung hier machst du schon ein bisschen länger. Aber die Übung vielleicht. Ja, also ich muss zugeben, bei Johannes sieht das schon professioneller aus als bei dir. Es tut mir leid, aber... Um einiges. Ja. Egal, ich übe ja noch, ne? Ja, du hast noch Zeit, dich zu verbessern. Wenn ich 45 bin, sieht es auch bei mir so aus. Wenn du 45 bist, bist du auch so breit wie Johannes? Das ist dein Ziel? Ja. Oh, schon fast. Also... Kommt hin. Fast ist fast. Schon soweit. Ja, hat der Johannes gut gemacht? Was würdest du sagen? Hat er gut gemacht? Johannes hat es richtig gut gemacht. Man sieht erst sehr geübt. Die 40 Kilo kann ich hier raufmachen. Dann gib mal ein bisschen Gas jetzt. Ich habe schon meine 3 Sätze eigentlich. 3 Sätze schon gemacht? Ja, Digga, davon waren 2,5 nicht richtig. Super. Auf die Strecken, genau. Es sieht aber nicht schlecht aus. Bam. Was zur Hölle macht sie mit den Händen? Ich verstehe es auch nicht. Lass doch die Stange an. Und dann drückst du gegen. Komm. Ah, das ist gut. Siehst du, schön. Bam. Macht sie gut, oder? Ja, natürlich schon. Und da siehst du, sie pusht auch wirklich. Ich glaub, du bist verliebt jetzt, oder? Bist du ein bisschen verliebt? Kann man so sagen. Hat sie gut gemacht. Ja, hat sie gut gemacht. Ja. Hat sie wirklich gut gemacht. Feier, Emily. War gut, siehst du. Brauchst du mal einen richtigen Boost. Aber ja, ein bisschen. Johannes, muss ich dir ehrlich sagen. Mein Arsch brennt. Aber ich muss zugeben, Respekt, du hast wirklich, man hat gesehen, du hast dich selber gepusht. Ja. Du hast alles gegeben. Und hast nicht so ein bisschen, oh, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und Mädels, habt keine Angst vor Muskelaufbau. Wenn es überhaupt nur welche Frauen gucken, kommen alle so Jungs. Ja. Aber sagt euren Ladies Bescheid, Muskelaufbau ist cool und ihr wirst dich auch über Nacht riesige Muskeln bekommen. Also wo geht's jetzt weiter? Wo geht's weiter? Ihr seid ja meine Booty-Coaches. Abduktoren oder Abduktoren. So. Für Beine zwar, aber ich glaube auch ein bisschen Arsch. Also nach außen meinst du oder nach innen? Beides. Also das eine ist für die Innerseite des Beines. Das mag ich mehr. Also das nach außen so, das ist für den Arsch. Nach innen, das ist für die Beininnenseite. Ja, nach außen machen wir. Nach außen machen wir? Okay, let's go. Wir fangen jetzt mal mit 80 Kilo an. Okay, das aber so. Aber ich weiß nicht, ob ich die richtig ausführe. Aber... Also die Übung ist einfach Beine spreizen. Ja, aber man muss ja richtig ausführen. So. Richtig ausführen? Wie führt man das denn richtig aus? Was sind denn so deine Tipps? Wenn man aufgemacht hat, dann langsam so rein und nicht so schnell. Ah, okay. Ich kann dich gut erklären, aber... Also du meinst die Reverse, also das nicht das Anstrengen, sondern das eigentlich Leichtere, einfach langsam ausführen. Das machst du eigentlich überall so, nicht nur hier. Das ist wichtig. Aber 80 Kilo, ich weiß jetzt nicht, ob die Maschine aber leicht ist oder ob du einfach sehr stark bist. Die Maschine ist sehr, sehr leicht. Probieren wir es auch mal aus. Das ist gar... Ich soll mich hier vielleicht zuerst mal aufwärmen ein bisschen. Oh, sonst ist das nicht so gut. Ja. Ah, aber das fühlt sich voll weird an. Hier, in meinem Arsch. Nee, ja, das... Also. Das ist eine gute Maschine, mach weiter. Na, das ist mir zu viel Gewicht. Willst du mich verarschen? 25 Kilo? 25 ist viel. Ich würde schon sagen, dass so 5 viel ist, aber... Naja, dafür machst du so weit auseinander. Zusammen? Nee, ich kann nicht. Also 80 Kilo, wie du jetzt gemacht hast, kriege ich nicht hin. Ich krieg eigentlich mehr hin. Das war ja Anfang. Ja, wieso sieht das bei ihr so leicht aus? Das ist ja auch leicht. Na. Wir probieren jetzt mal die 90 Kilo, ne? Die 90 Kilo? Digga, ich krieg nicht mal irgendwie 60 hin. Wie, es sieht aber auch so richtig leicht aus. So, oh, wie sie... Lass mal den Hintern hinten. Da hinten, richtig ran, komm, bleib mal hinten. Der geht nicht. Ja, und jetzt mal wieder. Auch gut. Aber wieso ist sie so stark?
Ja, das verstehe ich nicht. Aber jetzt ungelogen, ich krieg das nicht hin. Doch. Na, ich probiere, ich kann nur mal probieren. Kleinen Kickerarsch an. Hey, also Johannes, das ist nicht so lieb von dir. Was guckst du hier 16-Jährigen auf den Arsch? Bastet. Okay, jetzt will ich das. Probier mal, das schaffst du wirklich. Jetzt blamier dich nicht. Das schaffst du. Nee, ich krieg das nicht hin. Natürlich, du musst dich wohl noch ein bisschen anstrengen, ein bisschen trainieren, dass du bei Emily mithalten kannst. Ja, Emily ist halt schon ein anderes Level. Vielleicht, wie viel kriegen wir jetzt? 50 Kilo müssen wir schon hinkriegen, oder? Denkst du, ich krieg 50 Kilo hin? Ich glaube auch, dass du 90 schaffst. Aber das brennt so richtig hässlich in meinem Arsch. Lili, let's go. Du machst das. Hey, machst du richtig gut. Ja, aber... Ja, egal, trotzdem. Nee, es sieht gut aus. Also, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen sollte, aber es sieht so aus, als würde es so aussehen sollen. Ja, besser als das andere auf jeden Fall. Ja, ne? Besser als bei mir. Also, ich könnte jetzt darauf verzichten, hier weiterzumachen. Du willst da noch mehr machen, oder? Ich finde jetzt irgendwie nicht so cool, die Übung. Bin ich hier ganz ehrlich? Ja. Du schon? Schon, so. Tut halt ein bisschen weh, aber... Okay, ich probiere jetzt mal Lillys Gewicht. Oh Gott, das ist ja gar nichts. Also das ist nicht so nett von dir jetzt, ehrlich. Hä, auf einmal, das springt so von alleine auf. Nein, das ist Disrespect an dieser Stelle, dieser Disrespect. Das geht gar nicht. Ja, dann mach mal so. Ne? Ja, hier oben 105 Kilo. Jetzt guck. Wenn ich das schaffe, kriege ich 5 Euro. 5 Euro hier. Hä, die macht das halt ehrlich, Digga, das ist crazy. Ja, Johannes, sie macht einfach Fullstack. Crazy. Ungewollt, das ist zu viel Gewicht. Ich habe das Gefühl, die Leute gucken mich dann auch komisch an, wenn ich es falsch mache. Ja, aber es ist doch eine gute Aufgabe für dich, da kannst du doch in dir selber wachsen und selbstsicherer werden. Ich meine, du bist ja auch erst 15. Einfach mehr Selbstsicherheit bekommen und einen Piep drauf geben, was andere Leute über dich denken. Das ist ja ein cooles Learning. Also ja, ich würde das als Chance sehen. Weil don't give a fuck so. Am Ende gehst du in die Mädchenecke, da kannst du auch was machen, dann darf keiner gucken. Aber ich glaube, es ist schon cool, selbstbewusst zu sein, selbstsicher. Aber das kann man ja trainieren, genauso wie das Training selber auch, weißt du? Ja, stimmt. Und es sollte dich vor allem auch nicht interessieren, was andere über dich denken, weil die allermeisten Leute, die jetzt, also von allen Menschen, die können gar keine Ausführungen, weil die gehen nicht mal ins Gym. Und auch die gehen, trauen die nicht mal ins Gym zu gehen. Genau. Und ganz ehrlich, wenn du irgendwann stirbst, ne, juckt es keine Sau mehr, was du irgendwann mal gemacht hast. Niemand wird mehr fragen und du wirst dir vielleicht denken, so hätte ich mal. Und ja, vor allem auch jeder, der die Ausführung kann und dich dann vielleicht anguckt oder so, der hat sie auch irgendwann mal nicht gekönnt. Niemand kommt auf die Welt so, oh, so mache ich Kreuzheben, ich kann sie jetzt perfekt. Und jeder, der das schlecht redet oder sagen würde, ey, was macht denn die da, ist ein Vollidiot, weil jeder, der cool mit sich selber ist, würde zu dir gehen und sagen, ey, du machst das super oder kann ich dir vielleicht helfen. Weißt du, was ich meine? Wenn man mit sich selber im Reinen ist, dann läuft man durch die Welt mit einem offenen Herz und mit einem, reinen Geist. Du weißt, was ich meine? Gehe ich zu dir? Guck mal, ich habe die auch angesprochen. Ja. So. Also eigentlich, um das nicht zu machen, muss man einfach kein H**n sein. Das reicht eigentlich schon. Dann machst du jetzt noch einen Satz. Mhm. Wie viel Kilo brauchst du? Weniger. Ich mache immer einen Aufwärmen, dann einen mittleren. Nee, der letzte Satz ist immer weniger bei mir. Ist einfach zu stark, ne? Ja. Ist bodenlos. Ja, aber jetzt geht's dann ans Armtraining, dann zeige ich euch ein bisschen, wie es geht, ne? Ja. Komm, jetzt der Satz wird richtig und jetzt hörst du nicht 5 Wiederholungen vor dem Muskelsagen auf. Jetzt trainierst du mal richtig, komm. Auch wenn ich mich mit der Übung nicht auskenne, ich weiß, wie richtiges Training aussieht. Und das ist kein richtiges Training. Nein, das war dann zu wenig Gewicht. Ich hatte schon über 12 Wiederholungen. Ja, das ist scheißegal, du kannst auch 20 Wiederholungen machen, solange du bis ins... Ey, das ist auch eine wichtige Message. Solange du bis ins Muskelsagen trainierst, ist scheißegal, ob du 5, 10, 15 oder 20 Wiederholungen machst. Solange du bis ins Muskelsagen trainiert, bau dir Muskeln auf. Aber wenn ihr sagt, ey, ich habe jetzt 12 Wiederholungen gemacht, jetzt höre ich auf, weil ich habe schon 12 Wiederholungen gemacht, dann macht ihr keine, bau dir nichts auf, das ist dumm. Du willst ja trotzdem richtig trainieren. Ja, aber ihr habt auch nicht richtig getrainiert. Ich kann die Übung aber nicht, ich bin so dumm. Die kann man nur können, mach jetzt auch einmal ein bisschen Muskelversagen. Ey, ich kann man Muskelversagen, wenn ich da... Okay. Wenn ich da so mache, das ist... Ja, gut. Das, naja, da ist schon vorbei. Okay, ich probier's jetzt mal ehrlich. Nee, Digga, Alter, das geht das gar sind nicht. Nur 70. Das geht gar nicht, jetzt ungelogen. Ich weiß nicht, was es bei dieser Übung ist, aber ich krieg's nicht hin. Das ist wirklich bodenlos. Habt ihr noch eine tolle Booty-Übung oder geht's jetzt an die Arme? Naja, eigentlich rumänisches Kreuzheben. Macht ihr das?
ab und zu, ich mache es nicht oft, nur wenn so Leute da sind, die mir helfen können. Ja, ich kann dir nicht helfen, weil ich bin selber zu dumm dafür. Ja. Ja, blöd, ne? Ja, sehr blöd, ja. Dann müssen wir jetzt leider Arme trainieren, oder? Ja. Du hast irgendwie Bock, Arme zu trainieren, oder? Ja. Mann. Ja. Ey, finde ich aber cool. Der Arm ist so anstrengend, wow. War so scheiße. Meine Arme zittern nach 3 Sekunden. Jetzt geht's weiter mit Arme. So runter. Ach. Dann einfach runterdrücken und dann hoch. Ja. Unglaublich stark. Du hast das noch nie gemacht. Ich finde das krass. Meine Hand flog schon in die Richtung. Ich habe auch nicht mehr mitgekriegt, wer da ist. Es war mir scheißegal, wer da ist. Hauptsache, ich erwische irgendeinen von euch. Wie findest du Jeremy? Ich habe mich noch nie so viel lächeln sehen. Okay, trage ich kurz rüber. Ist gut. Sie ist wirklich zusammengebrochen, auf dem Boden gelegen. Ich habe sie dann rübertragen müssen. Alter!